Mahlzeit, liebe Leute, willkommen zurück zum nächsten Part. Assassin's Creed Origins. Witzig, was im letzten Part passiert ist. Auf einmal war da eine Sequenz und auf einmal sind wir ein ganz anderer Typ. Wir sind jetzt hier mit Zenu und müssen mit den Kids zur Steinbockherde. Nach dem Intro seht ihr, was dann abgeht. Bis gleich. So, hier sind wir. 220 Meter. Wir sind mit den Kids unterwegs und wir gehen auf eine kleine Jagd oder was. So ist das witzig. Der Linkswertige hier wollte uns zu einer Hyänenherde bringen oder zu einer Hyänenhöhle mit 16 Hyänen. Und er meinte dann, Zenu meinte dann, wir gehen mal auf eine richtige Jagd. Falls ihr euch die Folge angucken wollt, könnt ihr gerne in der Playlist eine Folge nach hinten springen und dann seht ihr auch schon, was ich meine. So, was ist hier für ein da vorne ist es. Kann ich mitkommen? Gedöns. Deine Mutter wartet auf dich. Na gut, wir sehen uns bei der Zeremonie. So, wir haben jetzt hier gerade bring Kemo zur Steinbockherde. Die Herde ist in der Nähe. Wir wollen beschaffe nicht irgendeinen Bock. Den Pelz wir wollen das des Leittiers. Hier ist gerade groß mit großen Hörnern. Irgendeiner vom Himmel gefallen einfach. Was wie ich. Missionsziel in der Nähe, drücke Schwubbeli-Bubbel, um Zenu zu rufen. Gut. Dann bleibt eben mehr Zeit für uns beide. So, da wie muss ich hin, oder was? Ruht sich bleib aus. Wir machen es zusammen. Okay. Da vorne ist der Kollege. Auge und Hand bilden eine Linie mit dem Pfeil. Nur wir werden so uns wohl oder übel ein bisschen schießen. Anschleichen müssen, wenn weil ich wir 100 Pfeile in den Bogen spannen könnte. Das ist mein weil wir nicht so weit schießen können mit unserem Bogen. Sie werden uns sehen, wenn wir es nicht machen wie Amun, der Gott des Schattens. Ja, Papo. So, wir hasseln einen raus wie Amun, Gott des Schattens. Wir werden hier jedes Tier, was auch nur ein bisschen dafür sorgen kann, dass er aufgescheucht wird, werden wir mal niedermetzeln. 46 Meter. Ah, er ruht sich nicht mehr aus. Da vorne ist der Kollege. Da vorne ist er. Und zack. Tat ihm das weh? Ein sauberer Blattschuss tut fast gar nicht weh. Das war's. Okay. Ach, krass. Der Adler greift hier die Viecher an, oder was? Das ist ja mal mega witzig. Bringen wir den Pelz zum Steinbock, Questgegenstand. Eines Tages möchte ich einen Pfeil durch die Sonne schießen. Er will einen Pfeil durch die Sonne schießen. Dein Pfeil müsste nur zu Zenu werden. Mega witzig. Alle meine Pfeile wären Zenus. Dann würde ich wirklich alles jagen können. Wolltest du nicht mal den Pharao aus der Nähe sehen? Ja. Möchtest du mit mir an seiner Seite stehen? Darf ich das denn? Als mein Sohn und zukünftiger Magi, ja. Papo, okay. Was ist ein Magi eigentlich? Der erste Magi war der Beschützer des Pharaos. Oh, das Wasser sieht natürlich aber geil aus. Aber nun bedeutet es, dass wir alle Menschen Ägyptens beschützen. Nicht nur beschützen, sondern für ihr Wohlergehen sorgen. Oh, Papo, ich freue mich so auch, ein Magi zu werden. Du kennst alle Geheimnisse in Siva. Und was, wenn ich nie ein Magi werde? Natürlich wirst du das. Du bist mein Sohn. Wo ist denn der andere Boy von eben? Ich versuche tapfer zu sein. Aber manchmal ist es schwer. Moment. Gehen wir da lang. Als ich in deinem Alter war, hatte ich auch manchmal Angst. Dein Großvater war ein berühmter Magi. Und er wollte, dass ich der Familie Ehre mache, wenn ich ihm nachfolge. Okay. Ja? Eines Tages nahm er mich mit hierher. Ganz oben sagte er etwas zu mir. Ein einziges Wort. Es änderte alles. Ein Wort? Ich überwand meine Furcht. Ich wusste, dass ich zu allem fähig sein kann. Was hat er gesagt? Das sage ich dir, wenn wir dort sind. Der Botte springt auch, oder was? Ja, Tatsache. Okay. Also ich will das hier so halten, dass wenn hier Text gesprochen wird oder so, da halte ich natürlich meine Fresse größtenteils und spreche der ganzen Show nicht dazwischen. Deswegen nicht wundern, wenn ich ab und zu mal ein bisschen stiller bin. Und wenn ich kämpfe, werde ich das wahrscheinlich auch nicht ganz so moderat halten können. Aber ich werde es versuchen.
Okay, wir sind da. Welches Wort hat dein Vater gesagt? Penis. Spring. Denk nicht so lange nach. Spring. Ja, Papo. Hey, vertrau mir. Du kannst das. Ich kann und werde. Spring schon. Komm zurück, du bist nicht bereit. Ich kann das, Papo. Ich kann. Ah! Halt's Maul, du dreckiger kleiner Scheißer. Hilfe, helft mir. Das ist Chenzira. Da ist der Kollege. Lauf heim zu deiner Mutter. Sorg dich nicht um Chenzira, ich kümmere mich um ihn. Menschai Bayek! Los, geh. Ich hab Angst, ich will nicht allein nach Hause. Remu, sei doch bitte einmal nicht so ein Feigling. Los! Okay. Menschai Bayek! Ja, ich bin der Menschai hier. Wer ruft nach mir? Steck deine Waffe weg und folge mir. Du hast gesagt, du willst nur mit ihm reden. Au! Was ist das für ein Typ? War das irgendwie so eine Art Römer? Konfrontiere die Soldaten. Oh, shit. Komm! Bei den Göttern. Bist du betrunken? Ich hab nur meine Brille verloren. Was ist denn hier? Wer bist du, dass du mir befiehlst? Du Stück Scheiße! Vergeude meine Zeit nicht! Wow! Alter! Alter! Was geht mit ihm? Shit! Flüchte doch! Flüchte doch! Ich muss springen! Ich muss springen! Ich kann nicht springen! Spring! Vergeude meine... Oh fuck, was ist hier los? Ich bin down, oder? Ja, egal wie ich das gemacht hätte. Die Sequenz zeigt mir, dass ich hier auf jeden Fall verlieren musste. Holy shit. Uncool. Mega uncool. Oh, es lädt aber lange. Speichert, lädt. Okay. Was ist mit ihm? Ah, er ist das mit seiner Kugel. Ein Ton und du bist tot. Heftige Montur. Wo wart ihr so lange? Folge dem maskierten Mann. Wir wollten nicht gesehen werden, Herr. Wir haben uns versteckt. Das falsche Orakel. Okay. Ist das nicht die Quest, die so ein bisschen heftig war? Moment mal gerade. Dieses Menü steht zurzeit nicht zur Verfügung. Empfohlene Stufe 1. Okay. Alles klar, okay. Und wenn du eventuell aus Loyalität zum Orakel zögern willst, haben wir jemanden, der dich mit Freuden eines Besseren belehren wird. Okay. Es war gerade ziemlich laut, Mann. Was ist hier los? Was habe ich getan? Schweig! Das sieht mir doch alles sehr düster aus hier. Aber mal so richtig düster. Keine Fenster und so. Ganz viele Feuer. Ach, die haben meinen Sohneboy, oder was? Warum schleichen wir denn so? Hä? Ja, und jetzt? Lass niemanden hier rein. Wow, das ist meine dicke Statue hier rechts. Remo, bist du verletzt? Na los, mach's auf deine Art. Haltet meinen Sohn daraus! Dein Sohn hat dir einiges zu erklären. Würde der Ibis ihm die Sphäre zeigen? Wir glauben, damit können wir das Gewölbe betreten.
Wir verschwenden nur unsere Zeit. Der Junge ist verängstigt. Ist schon gut. Papo, du musst ihm vom Gewölbe erzählen. Sie müssen wissen, wie man das benutzt. Als Magi musst du einen Hinweis oder eine Legende kennen, wie man es benutzt. Ich weiß gar nichts über dieses Gewölbe. Bitte haltet meinen Sohn daraus. Meine Herren, der Pharao wurde alarmiert. Er besteht darauf, nachzukommen. Beeilung. Hä? Okay. Rede mit deinem Sohn. Ist das Gewölbe bei unserer Rückkehr nicht geöffnet, wirst du ihn nie wiedersehen. Da ist ein eckiges Loch im Boden. Papo! Ich tat, was du sagtest, aber... Ist schon gut, Sohn. Oder? Papo, ich hol ihn dir. Was? Nein, Remo, nicht! Sie werden uns was antun. Remo, sie werden... Remo! Was für eine Zeitverschwendung! Nein, Remo, Remo! Nein, komm! Seid abgelaufen! Sag's uns! Ich weiß es nicht. Wir müssen weg hier. Ich schneide dem Jungen das Herz raus. Warte! Dann halt. Wird ihm das Totenreich verschlossen bleiben. Nein! Ich sag es euch! Er will nur Zeit gewinnen. Was soll das? Das ist doch Wahnsinn! Okay. Die Schlange nimmt das als deine Antwort. Yeah! Oh. Oh, nein! Nein! Remo! Remo! Aua. Halt's Maul! Tja, Kollege, das war mal ein Schuss in den Ofen. Wir dachten, du wärst tot. Oh. Du konntest ja nicht mal deinen eigenen Sohn retten. Du bist ein Nichts. Bajek von nirgendwo. Vater von niemandem. Hier! Und hier! Und hier ist ein Niemand! Möge der Verborgene dich grüßen! Der Fürst Eduard erwartet dich! Aua! Das war aber... so ein bisschen brutal. Ja, heilige Scheiße. Heilige Scheiße. Das war ja auf jeden Fall mal eine krasse Nummer. Aber ich frage mich, warum das auf einmal so reingeschlagen kam und nicht... Also ich habe den Typ halt ermordet in der letzten Folge und auf einmal, bumm, Sequenz. Sehr gut, mein Freund. Unser Held kehrt zurück. Du bringst Freude nach Siva. Ich sollte nach Alexandria. Ich muss Aya sehen. Hab es doch nicht immer so eilig. Siva braucht nach wie vor seinen Magi. Du bist jetzt der Beschützer hier. Ich helfe dir nur gern dabei. Komm zu mir, wenn du sicher bist, dass du gehen willst. Wir trinken ein Bier auf unsere Freundschaft, ja? Ach so, okay. Das sind also wir gewesen. Ich dachte eigentlich, wir hätten eben den einen anderen Kollegen. Der Ibis. Abgeschlossen? Wirklich? Also war das eben der Typ, den ich hätte umbringen müssen? Stufenaufstieg. Ja, das finde ich aber äußerst komisch. Möge Amun an deiner Seite sein. Hä? Hey, Moment mal gerade. Der Ibis. Medunamun war von den Ptolemäern als Orakel von Siva installiert
installiert worden und stand dem Tempel des Amun vor. Sein wahres Interesse schien aber dem Gewölbe unter dem Tempel zu gelten. Er hat den Dorfbewohnern Gewalt angetan, um mehr über das Gewölbe zu erfahren. Bayek geriet in Rage mit ihm und tötete ihn. Ja, lol, okay, aber ich war doch eben, war ich nicht eben noch hier? Tempel des Amun. Ach so, und da war ich eben drunter. Und da ist der Typ eben hingekommen, einfach so, oder was? Das ist hart. Was ist das? Edmund D.Z. Hang. Dieses Foto wird nun nicht mehr im Spiel angezeigt. Ja, brauche ich nicht. Jetzt bin ich allerdings trotzdem ein wenig verwirrt. Okay, das sind ja, ist ja voll scheiße, dass hier irgendwelche Fotos von anderen Spielern angezeigt werden. Das Ding habe ich also geplündert. Ich würde hier eigentlich nochmal ganz gerne hin, um diesen Schatz zu plündern. Hier ist ein Weber, das Eisenschmieden Nebenquest, alles klar. Ja lol, ich gehe da jetzt auch nochmal hin, ich war da noch gar nicht fertig. Ich musste doch noch die Bauern, oder nicht? Musste ich mal gerade gucken. Möge der Amun an deiner Seite sein. Hauptquest, Stufe 5. Bike ist bereit, die Verfolgung der Schlange. Okay, dann muss ich jetzt also das erstmal machen. Ist natürlich echt krass. Dann muss ich da hin. Gut, dann gehe ich auf jeden Fall nochmal hier vorne in den... In die Richtung. Hey, ist natürlich echt krass. Ich habe noch nicht mal die Bauern freigelassen. Auf einmal bin ich in irgendeiner anderen Quest. Und schwuppdiwupp habe ich das Dingen mal mir nichts, dir nichts erledigt, oder was? Keine Ahnung, was er da gerade gelabert hat, aber ich finde es echt komisch. Ich wäre fast so weit, das Ganze schon als Minuspunkt hier für das ganze Spiel anzusehen, weil ich habe ja noch nicht mal im Ansatz irgendwie... Tempel des Amun, ja. Ich habe ja noch nicht mal irgendwie im Ansatz dafür gesorgt, dass ich in die in Nähe von dieser anderen Quest komme, weil ich ja die Quests mit den Bauern noch nicht mal richtig abgeschlossen habe, beziehungsweise, naja gut, angefangen kann man schon sagen, weil ich hier schon in der Nähe war und alles. Und, ja, trotzdem. Ich hätte gerne die Quests mit den Bauern gemacht. Wenn da jemand ist, dann lass mich raus und kämpfe! Was ist denn hier noch los? Ist hier noch einer gefangen? Dein Plan ist hier noch so aufgeben. Raus! Wo denn? Hier? Oder hier? Ist da jemand? Wäre ich kein Priester, würde ich euch die Schädel einschlagen. Ja, das ist klar. So, ich versuche mal hier. 480 Meter oder so, okay. Aha. Das war nur eine normale Kiste. Ach, hier kann man sich drin verstecken, oder was? Ist ja witzig. Egal, wir werden jetzt versuchen, hier die drei Schätze zu plündern, die hier noch rumlungern irgendwo. Dafür muss ich die natürlich auch erstmal finden. 7 Pfeile am Start. Bitte, lasst mich frei! Meine Familie braucht mich! Tempel, okay, das ist hier also quasi so eine Art Gefängnis, oder was? In diese Hütten kann ich leider nicht rein. Was soll ich euch denn sagen? Ich weiß nichts. Meine Munition ist voll. Okay, hier war das Teil, wo ich eben drauf stand. Und hier vorne habe ich den besiegt. Die Bauern? Sind die Bauern da wohl noch drin? Moment, das möchte ich mal gerade nachgucken. Es ist jetzt auch irgendwie nicht so cool, dass hier noch überall die Leute rumliegen, die ich mal niedergeschlagen habe. Kann ich denn die Bauern hier noch rauslassen? Ja, anscheinend. Ey, und willst du mich verarschen? Waren das jetzt
da hinten am anderen Seite des Tempels habe ich die Bauern also sprechen gehört, oder was? Geh, schnell! Wo ist Theremun? Bringt Theremus Leiche zu seinem Hof. Er erlag seinen Wunden. Seine Familie wird ihn anständig begraben wollen. Okay. 330 Meter. Ja, dann werde ich das mal machen. Ja, ist irgendwie ein bisschen verworren gerade. Keine Ahnung, was ich davon jetzt halten soll. Die Quest, die ich mache hier, wurde mir mehr oder weniger gar nicht angezeigt. Oder ich bin einfach zu bräsig gewesen, um es zu sehen. Ah. Das kann ja was werden. Reittier rufen. Rechte Taste aufladen. Ja, alles klar. War die falsche rechte Taste. Und die Leute, die hier eben noch... Oh, das blutet natürlich nicht schlecht. Die Leute, die ich eben noch bekämpft habe, die sind hier einfach mal völlig ungerührt an mir vorbei am Gehen, oder was? Ach, Leute, Leute, ich weiß ja nicht, was ich von dem Game jetzt halten soll. Ich weiß nicht, was ich von dem Game jetzt halten soll. Ich habe auch schon echt viel witziges Zeug wieder gehört darüber. Zum Beispiel, dass die Spielerbewertungen von dem Spiel auf... Ich weiß gerade nicht, wie die Seite heißt. Meredict oder so? Keine Ahnung. Dass die halt teilweise echt gefälscht sind. Was haben sie mit Theremuns Hof gemacht? Ah, hier kann man also nicht rüber. Und dem Spiel dann quasi eine bessere Bewertung gibt, als es eigentlich verdient. Wenn ich das hier so natürlich auch sehe, drücke rechte Taste und rechten Button, um beide Gegner anzugreifen, oder was? Er hat da Ärger am Start. Verlasse oder beende den Konflikt. Wie kann ich denn absteigen? Absteigen? Ich bringe traurige Kunde. Okay. Wo ist Isa? Komisch. Sie liegt hier, mit ihrem Sohn und ihrer Tochter. Die ganze Familie? Komisch, komisch, leider. Komisch. Auch Theremun scheint den Preis für seinen Leichtsinn bezahlt zu haben. Ja, ich habe ihn gewarnt, dass Aufsässigkeit nur Qual und Leid über ihn bringen würde. Was ist passiert? Sie haben die Soldaten kommen sehen und sich im Keller versteckt. Aber die Soldaten brannten das Haus nieder, um ihnen eine Lektion zu erteilen. Tut mir leid. Leg die Leiche hier ab. So können sie gemeinsam in die Duat reisen. So viel okay. Tod in der Oase. Wir können sie nicht mal anständig begraben. Es ist nicht deine Aufsässigkeit, die dich getötet hat, Zenny. Es war Ptolomäus krankes Regime. Er ist ein... Okay, hier sind schon die Mumien, oder was? Er wird mehr finden, als er hier hatte. Ja, guck, Quest abgeschlossen. Die wurde mir eben gar nicht mehr in meinem Log angezeigt. Und trotzdem... Konnte ich sie jetzt abschließen. Wenn du eine neue Quest finden willst, dann such nach Ausrufezeichen. Ein Adler kann dir helfen. Ja, Weltkarte öffnen, alles klar. Moment mal gerade, Weltkarte nicht verfügbar. Was ist hier denn los? Die Heilerin, Nebenquest. Und hier sind noch immer diese beschissenen Fotos überall. Was ist das? Stelle. Kein Plan, wozu das gut ist. Nebenquest, die Heilerin. Foto des Tages. Oh, lol, ey. Ach Leute, hier muss ich immer noch Schatz plündern und hier ist immer noch unentdeckt. Hier ist auch immer noch unentdeckt, okay. Ziehe ich mir mal gerade die Nebenquest hier rein. Dann kann ich aufsitzen. Tja. Was ist das hier auf dem Boden? Sollen das so Datteln sein oder so? Also eigentlich haben sie es ja schon echt cool gemacht, aber mir fallen halt... Ich will nicht sagen, dass mir bei jedem... Piss der Hund da gerade hin. Aber sieht cool aus, der Hund. Aber ich will nicht sagen, dass mir bei jedem Party irgendwelche Scheiße auffällt. Aber... Wie schön es ist, dich wieder in Siva zu wissen. Komm, wir sprechen mal eine Runde mit ihr. Du hast sie nur wieder gesund gepflegt.
Ich dachte, ich sehe Ach sie so, nie wieder. Das ist die Heilerin. Sie ist ein zähes altes Mädchen. Wie du, hä? Bayek. Epzifer sagt, dass du die Dorfbewohner heilst, so gut du kannst. Es würde mich freuen, dir zu helfen. Das ist freundlich von dir. Möge dein K gesegnet sein. Ich kann immer mein Hilfe K. gebrauchen. Die Schlange. Die Soldaten sind Grobiane. Fast jeder Dorfbewohner hat Schnitte, Prellungen und gebrochene Knochen. Um zu helfen, habe ich ein notdürftiges Perank in den Tempelruinen errichtet. Freunde bringen mir Arzneien aus Yamu, aber jetzt halten die Soldaten jeden auf, der ins Dorf kommt, und stehlen die Waren. Also versuchten wir es stattdessen mit Booten. Aber auch die wurden Boote. Aufgehalten. Sie haben die letzte Lieferung versenkt. Die Medizinfläschchen sind am Boden des Sees verstreut. Ich hole sie für euch. Danke, Bayek. Bring sie zum alten Tempel. Ich muss jetzt dorthin. Alles klar. Die Arznei könnte hier überall sein. Neue Quest, die Heilerin. Finde und berge die Krüge aus dem gesunkenen Schiff. Empfohlene Stufe 3. Halten zum Verfolgen. Boing, die Heilerin. Gucken wir mal gerade nach meiner Ausrüstung. Medjai-Schild. Holzschild. Okay. Wie sieht's denn hier aus? Erhöht die Gesundheit. Ist das Schlange oder so? Was ich da noch brauche? Ah, ich brauche noch 2 Leder. Dann kann ich einen Stabilisierungshandschuh noch rauspeitschen, oder was? Am coolsten fände ich es ja, wenn ich Missionsziel in der Nähe drücke, nach oben, um Seno zu rufen. Geborgene Krüge, oder was? Jetzt kann ich hier hinschwimmen, oder wie? Okay. Legendärer Plunder. Da brauche ich wohl ein Boot für, oder was? Was ist denn hier mit dir so? Missionsziele vor Ort, Schatzplündern. Was geht? Kann ich hier rein? Halte A gedrückt, um aufzutauchen. Halte B gedrückt, um unterzutauchen. Drücke X für einen Schwimmzug. Alles klar, okay. Aha, da unten ist schon das erste Ding, oder was? Plündern. Interagieren, Questgegenstand. Wie war das mit dem Auftauchen? A, ne? A drücken, um aufzutauchen. Okay, sieht teilweise cool aus, oder? Das gefällt mir fast schon. Geborgene Medizinkrüge. Ich drücke nochmal auf der Weltkarte. Das heißt, okay, ich gucke quasi schon in die richtige Richtung und tauche wieder ab. Geborgene Medizinkrüge. Warum soll ich zur Hölle diesen scheiß Adler rufen? Kann ich hier nicht einfach lang schwimmen und die Teile suchen? Oder wäre das zu viel verlangt? Luft habe ich ja anscheinend genug. Rechts? Ne, Moment, ich tauche nochmal auf. So. So, das heißt... Oh, sorry. Das heißt, hier müssten die liegen. Hier unten. Und... Ich sehe leider keine gelben Zeichen. Aber... wow, okay, das sieht krass aus. Das sieht krass aus. Ich tauche noch mal ein bisschen ab. Ich tauche einfach noch mal eine Runde ab. Okay. Bisschen nach oben wäre nicht schlecht. Okay, das war knapp. Was ist denn hier mit diesem Adlergeier? Drücke B, um zu tauchen. Mit dem Adler? Halte A, um aufzutauchen.
Ach so. Halt die linke Taste, um den Ziel leichter zu finden. Okay. So, der Adler hat das ganze Ding jetzt von oben markiert. Das macht natürlich Sinn. Moment, ich tauche nochmal gerade auf. Bitch! Hat er gerade Bitch zu mir gesagt? Das ist witzig. Okay, wir tauchen also nochmal ab. 30 Meter. Okay, anscheinend ist das Ding in hier so in einer Art Höhle, oder was geht hier ab? Soll das hier eine Höhle sein? Nee. Okay, geh nochmal runter. Down the drain. Ist das hier eventuell? Gaben an das Orakel. Okay, hier kann ich allerdings nicht hineintauchen. Aber hier, okay. Ich bin mir sicher, dass ich vorher nochmal auftauchen sollte. Und dort oben ist die Treppe zum Hinausgehen, oder was? Alles klar. Dann werde ich mal einfach hier hinuntertauchen. Und hoffen, dass... Was war das? Okay. Das hat's richtig gut gebracht. Das hat's richtig gut gebracht. Ich muss definitiv nochmal untertauchen. Ich weiß ja nicht, ob ich hier richtig bin. Amador. Da geht's noch tiefer runter. Okay. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, was ich hier mache. Plündern. Plündern. Aha. Ah, krass. Okay. Neues Teil am Start. Okay. Ah, warte. Hier konnte ich noch was plündern. Und noch was plündern. Ich tauche mal lieber wieder auf. Geborgene Medizinkrüge. Lysandros Gaben an das Orakel. Schatz plündern. Okay, krass. Kann ich also mehrere Sachen plündern? Okay. Dann wollen wir nochmal den kleinen Adlerboy hier rufen. Linke Taste war das, ne? Ziel lokalisiert. 38 Meter. Ja, so schnell sollte das denn eigentlich gehen. Man könnte eigentlich auch mal auf den scheiß Adler hören, anstatt sich immer mehr wieder hier, ne? Missionsgegenstand. Missionsgegenstand. Bringen die Krüge zu. Schwubbeldiebubbel oder was? Alles klar. Und hier gibt es noch zwei weitere Schätze zu plündern. Habe erwartet auf die Medizin. Oder wie sieht's aus? Okay, das können wir auch später machen. Wir werden jetzt erstmal dann. Oder wollen wir das jetzt schon machen? Ich weiß nicht, ob ich genug Luft habe für so einen Mist. Okay. Ich würde sagen, wir bringen dann jetzt erstmal die geborgenen Medizinkrüge, die Questgegenstände, zu der ollen Tuss hin. Warte mal. Kann ich nicht plündern? Schade. Okay, dann ist das hier gerade umsonst gestorben. Wir werden die Missionsgegenstände jetzt erstmal zu der Tuss hier hinbringen. In 390 Metern Entfernung. Sehen wir aber allerdings erst in der nächsten Folge. Bewertet gerne den Part, lasst mir ein kleines Abo da und dann schaltet morgen wieder ein. Dann geht's genau hier weiter. Bis denne, Tschüssikowski.